Hallo und herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Wir sind wieder mit dem Sunny on the Road. Wir sind weiter unterwegs in den Niederlanden. Es ist Mittwoch, der 15.05. Und wir sind kurz vor unserem Ziel, einem Mini-Campingplatz in Pieterburen. Wo liegt Pieterburen? Pieterburen liegt an der Nordsee hier oben, nördlich von Groningen. Ja, wir sind ja losgefahren in der Nähe von Eschede. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, da haben wir auf einem sehr, sehr schönen Camperplatz gestanden. Dort quasi direkt an einem See und haben dort erstmal zwei schöne Tage zum Auftakt unserer Tour durch die Niederlande verbracht. Ich zeige euch da mal gerade ein paar Ausschnitte von. Ja, wenn ihr euch das Video noch anschauen möchtet, das verlinke ich euch direkt hier oben. Und jetzt, wie gesagt, sind wir hochgefahren Richtung Nordseeküste. Ganz einfach, weil für die Westküste der Niederlande ja relativ viel Regen und auch ein paar Gewitter vorhergesagt wurden für die nächsten Tage. Und es hier oben doch noch relativ schön bleiben soll. Wir sind dann hier auf einem Mini-Campingplatz, der auch von der Stiftung SVR Camping unterstützt wird und auch dort gelistet wird. Die Links dazu, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Mini-Campingplatz bei Pieterburen. So, und hier seht ihr mal, wie wir unsere Katzen transportieren, wenn wir unterwegs sind. Hier diese Boxen, die sind hier angeschnallt und hier oben auch nochmal festgemacht, sodass da auch nichts passieren kann, wenn man mal ein bisschen stärker auf die Bremse treten muss. Und ansonsten haben sie da ihren ruhigen Platz. Hier vorne macht man das Ganze zu, zack, und schon sind die Katzen fahrbereit. Ja, das klappt auch in der Regel ganz gut. Anfangs wird mal ein bisschen gemeckert, wenn wir wieder losfahren. Aber dann beruhigen sich sehr schnell und schlafen dann noch meistens. Ja, also das sind diese Boxen sind auch leicht zusammenlegbar wieder und platzsparend unterzubringen hinten in der Garage dann. Und braucht man dann wirklich nur während des Transportes. Ja, hier seht ihr unsere beiden Racker. Erstmal hier Pepperchen. Ja, das bist du, genau. Und da hinten hat sich Tabby gemütlich gemacht. Wir sind ja gerade unterwegs und machen mal eine kurze Pause. Und da lassen wir sie natürlich auch aus den Boxen raus. Und die Futterecke ist auch wieder bereitgestellt, wenn es den beiden nach Essen und Trinken gelüstet. Ja, herzlich willkommen hier vom Campingplatz Mini-Camping Böthentön in Pieterburen. Link natürlich wie immer uns unten in der Videobeschreibung. Ihr habt gesehen, wir sind angekommen, wir haben aufgebaut, das Abendessen ist in Vorbereitung. Es gibt heute Lachs, guter Wein kommt auch noch gleich auf den Tisch. Ja, wir stellen euch dann morgen natürlich auch den Campingplatz, den Mini-Campingplatz hier vor. Und alles Weitere seht ihr dann hoffentlich im Video, wenn ihr dabei bleibt. Also bis morgen früh. Tschüss.
Ja, willkommen am Campingplatz Böthentön hier in Pieterburen. Da mache ich dann mal gleich einen kleinen Rundgang mit euch und zeige euch so die wichtigsten Sachen hier vom Campingplatz. Also kommt gerne mit. Wenn ihr ankommt, parkt hier erstmal. Wenn ihr außerhalb der Öffnungszeiten der Rezeption ankommt, könnt ihr dort auch gerne anrufen. Wenn es möglich ist, kommt da jemand schnell vorbei, um das Einchecken zu ermöglichen. Hier seht ihr die Stellplätze. Ist hier grundsätzlich Wiesengelände, aber der Stellplatzbereich ist geschottert. Ihr braucht also keine Angst zu haben, euch festzufahren. Ich darf euch vorstellen, die heimische Katze dieses Campingplatzes. Die schleicht hier überall rum, die guckt auch mal gern vorbei, wenn ihr am Essen seid. Ja, aber sie ist eigentlich lieb. Hier ist die Rezeption des Campingplatzes. Hier werdet ihr freundlich empfangen. Er regelt alles, Bezahlung und so weiter. Habt jede Menge Informationen, die ihr euch mitnehmen könnt. Und einen Aufenthaltsbereich, einen Sitzbereich gibt es hier auch. Der Campingplatz verfügt über 15 Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen. Also alles noch sehr übersichtlich und die Tage bisher waren auch sehr ruhig hier. Hier mal ein Gesamtüberblick über diesen Bereich. Ihr seht, es hat sich hier mittlerweile gut gefüllt. Wie wir heute Morgen aus Gesprächen schon mitgehört haben, wird es wohl hier über Pfingsten komplett alles belegt sein. Und so sehen die Stromanschlüsse aus für die einzelnen Plätze. Einfach den blauen CEE-Stecker reinstecken und schon läuft der Strom. Der Strom wird pauschal im Preis mit abgerechnet. Hier hinten stehen dann noch ein paar Dauercamper. Da hatten wir aber weiter nichts mit zu tun, beziehungsweise da war es jetzt bis jetzt die Tage sehr ruhig. Ja, hier könnt ihr euch mit Frischwasser versorgen, mit dem normalen Gardena-Anschluss. Und über diese kleine Brücke geht es Richtung Zeltwiese und sanitäre Anlagen. Hier seht ihr die Zeltwiese des Campingplatzes, auch mit überdachter Sitzgelegenheit. Ein paar Wohnwagen sind hier abgestellt. Hier vorne, wo Sabine gerade hingeht, sind die sanitären Anlagen. Wie gesagt, waren alle sehr sauber bisher während unseres Aufenthaltes. Und hier habt ihr auch eine Außenspülecke. Schauen wir mal rein, mal sehen, wie es aussieht. Hier ist der Waschraum für die Herren der Schöpfung. Alles sauber, ordentlich, zwar einfach, aber eigentlich gibt es auch nichts zu meckern. Zack, schauen wir mal in einen Duschraum. Auch hier alles gefliest. Zwar nicht mehr ganz neu und modern, aber sauber, funktioniert alles, gibt warmes Wasser. Geht übrigens vorne, seht ihr in der Mitte, so einen Bewegungsmelder. Da haltet ihr nur kurz die Hand vor und schon läuft das Wasser. Und hier auf der Seite habt ihr weitere WCs. Erstmal für die Herren. Zack. Einmal für Pinkeln im Stehen. Und dann hier die normalen WCs. Free ist also frei. Zack. Auch hier, ihr seht, alles gefliest. Licht geht auch an. Toilettenpapier ist reichlich vorhanden, ein Mülleimer. Und die Toilette selber auch absolut in Ordnung. Und dann lassen wir die Tür wieder zugehen. Hier könnt ihr eure Kassettentoilette entsorgen. Also den Inhalt natürlich. Ja. Selbsterklärend, funktional und in Ordnung. Ja, hier an der Seite und im Blick seht ihr noch Mietbungalows, beziehungsweise ein Mietbungalow in Blickrichtung. Ja, ihr seht, die Zeltwiese ist nicht sehr dicht besiedelt im Moment. Und Stromversorgung habt ihr hier auch. Auch hier wieder der blaue CEE-Stecker notwendig. Zwei weitere Mietbungalows befinden sich hier auf dem Campingplatzbereich, wo die Wohnmobile und Wohnwagen stehen. Reingucken können wir leider nicht, die sind verschlossen logischerweise.
aber über die Internetseite des Campingplatzes bekommt ihr da weitere Informationen.